Was ist ein Rentenantrag? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Im Sozialrecht gibt es den Grundsatz, ohne Antrag keine Rentenleistung oder ohne Antrag überhaupt keine Sozialleistung. Und zwar steht das so in § 19 SGB IV geschrieben. Nur in Ausnahmefällen gibt es auch Rentenleistung ohne Antrag. Und der Rentenantrag ist nichts weiteres als eine Willenserklärung von Ihnen an die deutsche Rentenversicherung, bitte gebt mir meine Rente. Also sozusagen der Befehl an die deutsche Rentenversicherung, arbeitet jetzt endlich mal für mich. Beginnt das Rentenverfahren. Und das ist der Rentenantrag. Also der Rentenantrag ist praktisch die Erklärung von Ihnen, dass Sie von der deutschen Rentenversicherung eine Leistung aus der gesetzlichen Rente haben möchten. Das kann eine Altersrente sein, das kann eine Erwerbsminderungsrente sein, das kann auch eine Hinterbliebenenrente sein. Es kann aber auch eine Reha-Leistung sein. Das vergessen viele Leute. Reha-Leistungen gehören auch zu den gesetzlichen Rentenleistungen aus dem SGB VI. Und in der Tat ist es so, die deutsche Rentenversicherung fängt grundsätzlich nur dann an, für Sie zu arbeiten, wenn Sie denen auch wirklich einen Marschbefehl geben. Wenn Sie sagen, Leute, hier ist mein Rentenantrag, ich möchte jetzt meine Rente haben. Und der Rentenantrag erfüllt im Grunde genommen zwei wesentliche Funktionen. Erstens, er hat die verfahrensauslösende Wirkung, also Beginn des Rentenverfahrens. Und zweitens, er hat die leistungsauslösende Wirkung. Das heißt also, mit dem Rentenantrag wissen wir auch, wann die Rente beginnen wird. Und nochmal ganz kurz für Sie, wann beginnt eine Rente? Eine Rente aus eigener Versicherung wird von dem Kalendermonat angeleistet, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen für die Rente erfüllt sind. Wenn die Rente bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats beantragt wird, in dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Ich übersetze es für Sie mit einem ganz einfachen Beispiel. Unsere liebe Maria Mustermann ist am 10.10.1957 geboren und sie hat 35 Jahre Wartezeit erreicht. Dann könnte sie zum 1.11.2020 ihre Altersrente für langjährig Versicherte bekommen, muss sie einen Antrag stellen. Wenn jetzt unsere liebe Maria die Antragsfrist versäumt hat und sie stellt den Rentenantrag am 2.11.2020, muss sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Sie bekommt die Rente trotzdem zum 1.11.2020 bewilligt. Wenn unsere liebe Maria am 31. Januar 2021 den Rentenantrag für diese Altersrente stellt, dann bekommt sie diese auch noch rückwirkend zum 1.11.2020 gezahlt. Das sagt nämlich der § 99. Wenn ich also sozusagen bei erstmaligem Vorliegen der Anspruchsvoraussetzung für die Altersrente den Rentenantrag 3 Monate rückwirkend stelle, bekomme ich diesen Rentenantrag auch zum 1.11.2020 dann als Rente bewilligt. Das Wichtigste ist für Sie, Rentenantrag stellen. Ohne Rentenantrag keine Altersrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.